viele junge Leute fragen, ja, wo soll ich am besten gründen, was macht gerade Sinn und so weiter. Und da bin ich gar nicht so ein Fan von, auch wenn es teilweise aus der Startup-Kultur nachvollziehbar ist, dass es da gar nicht so sehr ums Produkt geht, sondern eher ums Gründen. Aber ich persönlich habe einfach aus Leidenschaft gegründet mit einem Thema, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ich habe da auch nicht nach dem Sinn dahinter gefragt. Also ich habe auch nicht gefragt, kann ich da am meisten verdienen und so weiter. Weil mit anderen Bereichen kann man sehr viel schneller, sehr viel mehr Geld verdienen. Da würde ich die Medien jetzt niemandem empfehlen. Aber bei mir war es einfach eine Herzensangelegenheit. Ich wollte das unbedingt haben. Und mir war dann im ersten Moment egal, ob ich da jetzt mit reich werde oder nicht. Und deswegen war das für mich der beste oder wäre von mir der beste Ratschlag, eben in seinem Bereich der Leidenschaft zu gründen, wo man eben wahnsinnig viel Herzblut entwickeln kann, wo man Spaß bei hat. Und weil es geht mir ja nun mal auch darum, viel zu investieren am Anfang, also Zeit und Gesundheit und Herzblut und etc. Und das lohnt sich ja erstmal nicht. Am Anfang lohnt sich ein Unternehmen ja meistens nicht, sondern das dauert ja. Und deswegen muss man diese Zeit ja auch überstehen. Und die übersteht man, das kennt ja eigentlich jeder von uns, der mal am Anfang verliebt war und irgendwie 700 Kilometer der Liebe hinterhergereist ist oder keine Ahnung. Das machst du ja nur aus Liebe. Das machst du ja nicht, weil es so sinnvoll ist oder weil du nachts nichts Besseres zu tun hast, als auf der Autobahn zu fahren. Und dieses Gefühl würde ich jetzt mal analog beschreiben, wenn man ein Unternehmen gründet, wo man mit Leidenschaft dabei ist. Dann macht einem das nichts aus. So, ne? Und das ist dann eine gute Kombination, glaube ich. Wir hatten in unserem letzten Talk den Patrick da, Patrick Löffler, CEO von GIF, und er meinte auch, er war zwei, dreimal schon am Geldautomat gestanden in der Gründungszeit, sogar die ersten 5 Jahre, und es kam kein Geld raus, Ja, also klar. kurz vor der Insolvenz. Ja. Und er meinte auch im Endeffekt, man kann es nur durchhalten, wirklich das Gründen und so weiter, der Stress, die Verantwortung, wenn man wirklich das, was man macht, liebt. Also, genau. Durch die Gespräche viel in den Unis und auch mit den Leuten in unserer Generation ist aber genau das die Problematik. Die meisten jungen Leute wissen noch gar nicht erst, was sie überhaupt, was ihre Leidenschaft ist. Wie würdest du denn sagen, findet man denn raus, was so die eigene Ich Leidenschaft habe ist? auch gerade einen Vortrag an der Universität in Braunschweig gehalten oder für so eine Studentengruppe in Braunschweig. Und da wurde mir auch diese Frage gestellt. Und die wurde mir auch ständig gestellt, insbesondere an Universitäten, wenn ich da zu Vorträgen eingeladen bin. Und ich sage dann immer, ich glaube, ihr lügt mich an, es kann eigentlich nicht sein. Eigentlich hat jedes Kind oder jeder Mensch einen Kindheitstraum. Eigentlich schon. Also dann bist du schon ein sehr, sehr komisches Kind gewesen, wenn du nicht irgendwie einen Kindheitstraum gehabt hattest oder irgendeine besondere Leidenschaft, Fähigkeit, Hobby oder wie auch immer. Ich glaube, dass es eher was anderes ist. Ich glaube, es ist, dass die Leute sagen, ja, okay, ich mag zwar Berge und ich liebe das und da geht mein Herz auf und so weiter, aber Berg ist ja kein Beruf. Oh doch, Berg ist ein Beruf und Berg hat ziemlich viele Berufe. Ich kenne sogar einige Leute, die sind mit Bergen Millionär geworden. Also das geht alles. Man traut sich dann vielleicht nur nicht zu sagen, ja, aber das hat ja nichts mit Software zu tun, mit Services und mit Apps und so weiter. Und heute muss man das ja machen. Heute kann man ja nicht mit dem Berg selbstständig sein. Heute muss man ja irgendwie was ganz Cooles, Angesagtes machen. Und da widerspreche ich. Also ich finde, heute kann man mit einem Berg immer noch genauso reich werden wie mit einer App oder mit einem Software as a Service. Aber die Leute trauen sich halt nicht, ihren eigentlichen Lebenstraum wirklich zum Beruf zu machen. Ich glaube, das ist das Problem.